das zieht sich durch den ganzen Mittelstand durch. Ich würde jetzt gar keinen Bereich benennen können, der das größte Potenzial hat. Ich glaube, der gesamte Mittelstand muss auf den Zug der Digitalisierung aufspringen sozusagen. Und das passiert natürlich am besten, wenn man sich Kooperationspartner sucht, die da vielleicht schon einen Schritt weiter sind, also vielleicht in Richtung Startups geht zum Beispiel, dass man schaut, was machen denn die jungen Wilden auf dem Markt und sich da verbindet. Gerade wenn man in einem alten Familienbetrieb arbeitet, es ist, glaube ich, auch schwierig, sich zu lösen von dem Gedanken, das haben wir doch immer schon so gemacht und das hat doch immer super funktioniert. Einen haben wir viel zu viel Bürokratie. Es ist bei uns immer noch viel zu schwierig, ein Unternehmen erstmal anzumelden. Da müssen wir, klar, Bürokratieabbau, aber auch in Richtung digitale Verwaltung mehr gehen. Wir müssen zum Beispiel Estland, das ist wahnsinnig digitalisiert, was die Verwaltung angeht, da können sie online heiraten. Und das ist eben auch wichtig, um hier Innovationen zu fördern. Das Potenzial der Europäischen Union und gleichzeitig auch ein großes Hemmnis ist die Vielfältigkeit, die wir haben. Und die müssen wir an der richtigen Stelle zurückschrauben. Das geht dann in Richtung digitaler Binnenmarkt. Wir brauchen einheitliche Gesetze, damit Unternehmen auch eine Rechtssicherheit haben und wissen, was passiert, wenn sie denn ihr Produkt jetzt auch in einem anderen europäischen Land anbieten. Und da ist noch ein langer Weg vor uns.